Der zweite Test für den 1. FC Köln im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Man ist zu Gast bei den Sportfreunden Siegen, die ihr 125-jähriges Bestehen feiern. Und da darf man natürlich herzlich gratulieren aus Kölner Sicht. Gleich ging es mal nach vorne, 7. Spielminute und schon der erste Treffer für den 1. FC Köln, der hier den neuen Heimtrikots antrat. Luca Waldschmidt, der Torschütze für die Domstädter. Steht da plötzlich völlig frei in der Mitte, der Ex-Frankfurter, und netzt ein. Somit steht es 1-0 für die Kölner. Und es ging weiter in die gleiche Richtung, bereits in Minute 10. Das nächste Tor, Deniz Hüseyin-Basic mit dem 2-0. Auch das stark gemacht von den Kölnern. Er wird ja bleiben, der 23-Jährige hat seinen Kontrakt verlängert. Auch dieser Treffer aus ähnlicher Position, klasse rausgespielt wie beim 1-0. Da haben wir es nochmal nicht mehr zu retten hinten für die Hausherren. Dann ging es mal in die andere Richtung. Plötzlich die Chance da für die Sportfreunde Siegen, aber ganz knapp am Tor vorbeigeschoben dieser Ball. Marvin Schwebe im Kölner Tor macht sich da ganz, ganz groß. Eine knappe halbe Stunde gespielt im Leimbach-Stadion. Dann wieder der 1. FC Köln. Gute Ballannahme und das bereits Tor Nummer 3. Tim Lemperle mit seinem ersten Streich. Der 22-jährige Angreifer ist ja wieder zurückgekommen, war nach Fürth ausgeliehen. Auch das ein gut herausgespieltes Tor, wieder aus halbrechter Position. Das verstanden die Siegener nicht besonders gut zu verteidigen, da hinten drin. Dann die 37. Minute. Eine von vielen Ecken in der ersten Halbzeit für den 1. FC Köln. Und dann klingelt es gleich mal. Erik Martell, der Torschütze, zum 4-0 aus Kölner Sicht. Auch er 22 Jahre alt, der Mittelfeldmann schraubt sich hier genau im richtigen Moment hoch. Das war noch immer nicht alles in der ersten Hälfte. Die 41. Minute, wieder die Kölner und wieder ein Treffer. Tim Lepperle zum zweiten. Das 5-0 bereits für den 1. FC Köln. Bald geht es ja ins Trainingslager in die Steiermark nach Bad Waltershof. Vom 21. bis 28. Juli wird man dort zu Gast sein in Österreich und unter anderem auch auf Swansea City treffen in einem weiteren Test. Wir starten in die zweite Halbzeit, die 53. Minute. Wieder eine gute Chance für den 1. FC Köln. Steffen Tigges mit der Möglichkeit, der ehemalige Osnabrücker. Dann die 56. Minute. Wieder der 1. FC Köln. Aluminium diesmal im Spiel. Maximilian Schmidt macht eigentlich alles richtig, aber das Momentum, das hat er hier nicht auf seiner Seite. Eine Ecke von Linton Meiner. In der zweiten Halbzeit viele Spieler ausgetauscht im Vergleich zur ersten Hälfte. Und es lief nicht mehr ganz so glatt, was das Toreschießen anging, wie in Halbzeit 1. Hier ein Gestocher in der 66. Minute. Sagris Adamyan, der Routinier aus Armenien, da auch noch mit beteiligt. Dann ging es rein in die Siegener Box. Ein Foul von Filipczyk an Steffen Tigges und das hatte natürlich den Strafstoß zur Folge, souverän gemacht. Sagris Adamyan mit dem halben Dutzend, mit dem 6-0 für den 1. FC Köln gegen eine Mannschaft aus Siegen, die immerhin eine starke Rückrunde gespielt hat in der Oberliga Westfalen, also in der 5. Liga in der abgelaufenen Saison. Nochmal Aluminium, wir sind bereits in der Nachspielzeit. Der inzwischen eingewechselte Faisal Haschaoui mit der Chance auf den 7. Treffer. Aber den sollte es nicht mehr geben. Wieder ein gelungener Test für die Kölner nach dem 18-0 gegen Rheingold Poll. Jetzt also das halbe Dutzend bei den Sportfreunden Siegen.